Du hast einiges zu erklären, Tigerin. Du wurdest von Kind an zu einer Atlas-Assassinin ausgebildet und hast über 1000 Jobs erledigt. Um ein Haar hättest du 2 meiner besten Männer gekillt, bevor sie dich geschnappt haben. Sie sagt, wir sind ihre besten Männer. Das fühlt sich gut an. Au. Es sieht so aus, Athena. Ich stelle dir jetzt eine einzige Frage. Und wenn mir die Antwort nicht gefällt, dann stirbst du. Ziel! Also, ich frag dich nur einmal. Warum? Das ist eine lange Geschichte. Nach dem Tod von General Knox arbeitete ich als Söldnerin auf Pandora. Eines Tages kam ein Jobangebot von einem Hyperion-Programmierer. Komm auf den Mond, jage eine Kammer, werde zur Heldin. Ich traute Hyperion nicht, war aber zu hungrig, um bezahlte Arbeit sausen zu lassen. Und was gab's da? Gewalt. Wahnsinn. Und einen Helden. Hätte die Lost Legion nicht die Helios überfallen, wäre vielleicht alles anders gekommen. Oh, how
gefolgt bist. Leider wird die Helios-Raumstation zur Stunde von wahnsinnigen Teilmilitäreinheiten angegriffen. Bitte nimm dieses Echo-Gerät. Folge mir nun. Ich führe dich jetzt zu deinem Auftraggeber. Nette Rakete. Mit der Landung hapert's noch, aber ansonsten alle Achtung. Sorry wegen der Unordnung. Die Lage wurde etwas haarig, als die Lost Legion angriff. Moment, ich öffne kurz diese Tür. Öffne dich für mich, oh Tür. Jack ist gleich um die Ecke, komm mit. Die Lost Legion richtet hier ein Mordschaos an. Kammerjäger-Gesichter! Löscht sie aus! Soll und wie viel ich dafür kriege. Der meistgefürchtete Enforcer der Galaxie. Kolabat. Hilfe! Meine Hilfe! Keine Ahnung, wer diese Scheißsoldaten sind oder was sie auf dieser Raumstation wollen, aber sie sitzen mir im Genick. Torben! Mach die weg! Flacke! Flacke! Weiter. Soll ja ein super Zeitvertreib sein. Aber nur zu, lass dich nicht stören.
Heilige Scheiße! Ihr habt mir das Leben gerettet. Danke. Hey, ich... sorry, mein Herz. Ich war noch nie unter Beschuss. Macht aber Spaß. Diese Verrückten haben die Helios-Station angegriffen, kaum dass ich euch gerufen hatte. Wenn wir sie zurückschlagen, können wir in Ruhe nach der Kammer auf der Mondoberfläche suchen.